Ist das Elektroauto-Startup Byton tatsächlich pleite? Das sollte man meinen, wenn man ganz viele Medienberichte gerade verfolgt. Hier erfahrt ihr gleich alle wichtigen Infos und zwar direkt vom Unternehmen. Wir haben ein exklusives Interview mit Oliver Strohbach. Das ist der Byton-Pressechef Europa und er wird gleich alle wichtigen Fragen dazu ausführlich beantworten. Bleibt dran, das ist sehr, sehr spannend. Außerdem hat Ego Mobile das Insolvenzverfahren gestartet. Also auch hier wieder spannende Themen. Es ist nicht immer nur alles positiv im Bereich der neuen Mobilität. Tesla macht die Software wieder teurer und liefert trotz Corona richtig gut Fahrzeuge aus. Die neuen Sion-Prototypen werden gebaut. Dazu gibt es gleich Infos. Ich weiß, viele freuen sich über News von Sono Motors. Der XPeng P7 wurde schon vor einer Weile vorgestellt, jetzt wohl auch ausgeliefert. Und die heutige Ausgabe wird präsentiert von robinplus.de. Coole Shirts rund um Elektromobilität. Hier habe ich zum Beispiel so eins an. Gibt verschiedene Farben, verschiedene Motiven. Ist komplett nachhaltig und Fairtrade. Schaut auf die Webseite vorbei. robinplus.de. Macht viel Freude. Und jetzt geht's los mit den News. Große Schlagzeilen wurden mir zugeschickt, habe ich selber gelesen. Byton vor dem Aus? Fragezeichen. Betrieb vorübergehend eingestellt. Das Aus für Byton oder auch Byton wegen Corona in finanzieller Schieflage. Also sehr, sehr viel Negatives. Und ich habe auch unter anderem mit dem Unternehmen zu tun, auch schon zusammengearbeitet und sehr viele Einblicke bekommen. Und deswegen bin ich auch sehr nah am Unternehmen. Und ich freue mich, dass ich kurz vor der Sendung mit eben dem Pressechef Europa von Byton, Oliver Strohbach, ein ausführliches Interview führen konnte, um alle wichtigen Fragen darum zu klären. Und da schalten wir mal kurz rüber. Oliver, schön, dass du dich meinen Fragen stellst. Ich hoffe, es geht dir gut. Hi Robin. Ja, Hi. Schön, dass wir mal wieder sprechen. Mir geht's im Prinzip ganz gut. Ja, habe relativ viel zu tun im Moment. Okay, und jetzt hat man ja, ich habe es ja schon gerade gesagt, viel gelesen. Viele Leute haben mich darauf angesprochen. Was ist bei euch los? Wie sieht's aus? Sag einfach mal. Ja, das ist gar nicht so einfach in kurze Worte zu bringen. Die Corona-Krise hat uns an einem ziemlich empfindlichen Punkt getroffen als Startup. Also wir haben ja die Firma 2016 gegründet mit dem Ansatz, relativ stark den EV-Bereich zu revolutionieren. Sind dann durch verschiedene Finanzierungsrunden gegangen. Investoren haben in uns investiert und die aktuelle Finanzierungsrunde konnte nicht abgeschlossen werden, weil die Krise zugeschlagen hat. Das heißt, neue Investoren, mit denen wir gesprochen haben, waren dann eher zurückhaltend, haben erstmal abgewartet, was denn nun die Krise so mit sich bringt. Und auch bestehende Investoren haben dann leider nicht alle ihre Zusagen erfüllt. Und das heißt natürlich für ein Startup, wenn du kein Geld verdienst und deine Investoren nicht mitziehen, dann reicht das Geld nicht ewig. Das hat dazu geführt, dass wir eine Reihe von Maßnahmen ergreifen mussten. Also wir haben angefangen, in den verschiedenen Standorten dann natürlich die Kosten runterzufahren, auch dann Leute, unsere Mitarbeiter zu beurlauben in der ersten Phase, was uns sehr wehgetan hat. Und dann sind wir jetzt den nächsten Schritt gegangen, dass wir die Teams reduziert haben. Also zumindest in den USA, in unserem R&D-Center in Kalifornien. Das Team haben wir jetzt deutlich verkleinert, auch in China, in den verschiedenen Standorten haben wir die Teams verkleinert. In Europa haben wir ja unser Designstudio in München. Da haben wir zumindest den großen Vorteil, dass wir hier die Kriterien der Kurzarbeit erfüllen und unsere Teams größtenteils über die Kurzarbeit laufen lassen. Wir sind hier Standby und wir arbeiten sehr, sehr intensiv an Restrukturierungsplänen. Also das heißt, wie können wir mit all dem, was wir geschaffen haben, jetzt weitermachen? Es ist ja schon viel da und wir sind weit weg davon, am Ende zu sein. Aber wir sind in einer schwierigen Phase, das muss ich zugeben, ja. Okay, ja, vielen Dank für die offenen Worte. Das heißt also, die Gerüchte, die ja besagen, dass sehr viele oder hier steht sogar fast alle Mitarbeiter weltweit entlassen wurden, scheinen einigermaßen der Wahrheit zu entsprechen. Aber jetzt steht hier ja auch, der Verwaltungsrat und das Topmanagement suchen nach Wegen, um das Unternehmen voranzubringen. Jetzt klingt das ja natürlich erstmal für Leute, die sich auch nicht auskennen, nach jetzt ist vorbei, jetzt ist Insolvenz, es ist aus. Wie muss man sich das vorstellen, dass ihr jetzt noch versucht, trotz dieser schwierigen Situation weiterzumachen? Wie soll das gehen? Ja, naja, Robin, du warst ja selber in Nanjing und hast dir das Werk angeschaut, das wir dort frisch gebaut haben. Also ein komplett neues, hochmodernes Automobilwerk. Das Werk ist im Prinzip fertig. Das wurde auch im Juni von einer Delegation von einem chinesischen Ministerium für Industrie
zertifiziert. Also wir haben da ein Zertifikat bekommen über ein Audit. Das Werk ist da. Wir waren in der Vorserienproduktion. Wir haben ungefähr 20 Autos nochmal gebaut, extra für diese Zertifizierung, die wir da im Juni gemacht haben. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr, was wir geschaffen haben. Also dieses sogenannte IP, Intellectual Property, die hochflexible Elektroplattform, die wir gebaut haben, auf der wir eine ganze Reihe Fahrzeuge geplant haben. Oder die Digitalplattform, die digitalen Services, alles, was wir in Richtung Datenschutz, Data Security entwickelt haben. Ganz viele Patente, die wir aufgesetzt haben. Das ist alles da und das ist natürlich alles sehr, sehr viel wert. Und zu den verschiedenen Szenarien, die wir selber angesprochen haben, gehört natürlich auch, dass wir jetzt prüfen mit unseren bestehenden Investoren, wie es weitergehen kann. Ja, die haben natürlich ein Interesse daran, dass aus ihren Investments was Erfolgreiches entsteht. Auch mit neuen Investoren. Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen erst wieder eine Gruppe von potenziellen Investoren bei uns im Designstudio zu Gast in München. Und natürlich auch mit neuen Partnern, ja, mit großen Industrien oder Firmen, die möglicherweise Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten oder in eine Geschäftsbeziehung zu gehen. All das ist jetzt in einem Prüfungsverfahren. Das geht natürlich nicht schnell. Natürlich wollen wir auch für unsere Mitarbeiter schnell eine Lösung haben und wissen, wie es weitergeht. Wir haben eine sehr hohe Verantwortung und sehr viel Leidenschaft der Firma gegenüber. Aber wenn man sich vorstellt, es geht hier um viele Millionen US-Dollar, die investiert werden müssen, damit wir dann wirklich bis zur Serienreife kommen. Ja, allein die Handelsnetze, die noch finalisiert werden müssen und so weiter. Das ist dann in den Firmen bei den Investoren auch nicht von heute auf morgen entschieden. Ja, das muss da auch durch verschiedene Gremien, das wird geprüft, das wird entschieden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal, ja, wir drücken jetzt den Pause-Button und nehmen uns jetzt die Zeit mit unseren Investoren, mit unseren Partnern und schauen, welche Lösung können wir haben, wie können wir das Beste erreichen mit all dem, was wir schon geschaffen haben. Und wir arbeiten in den nächsten Monaten mit sogenannten Core-Teams, also mit Kernteams in USA, Europa und China weiter, damit wir das alles eben erfüllen können. Fakt ist aber, die Standorte sollen bestehen bleiben. Das ist unser großes Plus, das wir haben bei Byton. Wir sind von Anfang an international gewesen. Wir waren nie eine rein chinesische Firma. Wir haben die ganzen Kompetenzen aus den Regionen gebündelt, was ein riesen Vorteil ist. Und das sieht man auch in den Entwicklungen und Patenten, die es gibt. Und ja, wir sind noch lange nicht am Ende und ja, ich würde mich freuen, wenn du und wenn die Community uns die Daumen drückt. Die Feedbacks, die wir bekommen haben, die sind schon ermutigend und geben uns Kraft, dass es eben weitergehen kann. Ja, alle sind ja total neugierig. Du hast es ja auch schon angesprochen. Ich habe das Werk gesehen. Ich war auch schon in den USA auf der CES, bin ja sogar schon ein Vorserienfahrzeug gefahren. Also das sah alles wirklich sehr, sehr gut aus, was ich alles gesehen habe. Die Technik, Plattform etc., das wäre natürlich der eine Weg. Wenn es nicht weitergeht, dann könnt ihr da bestimmt irgendwelche tollen Partnerschaften finden oder Möglichkeiten sozusagen damit weiterzuarbeiten. Was sich aber alle natürlich wünschen, die zumindest mit euch fiebern, das sind bestimmt einige, da bin ich mir ganz sicher, ist, wird es diesen M-Byte noch geben? Den habe ich ja schon, wie gesagt, angefahren. Also gibt es noch eine Chance, und das wäre auch schon meine letzte Frage, dass der M-Byte noch auf die Straße kommt, oder sieht es da wirklich eher düster aus? Ja, das ist natürlich das Ziel. Ja. Die ganzen Investitionen, die wir getätigt haben, die gehen natürlich in die Richtung, dass der M-Byte fertig wird, dass wir eine komplette Familie, eine Produktfamilie entwickeln, mit der wir dann auch Geld verdienen, ja, und dann die Investitionen auch wieder ausgleichen können. Das ist natürlich das Ziel, das ist immer noch das oberste Ziel unserer Businesspläne, die wir haben. Und du bist das Auto gefahren. Ich bin selber großer Fan von den Eigenschaften dieses Autos, wie wir das aufgesetzt haben, nicht nur von dem digitalen Erlebnis, sondern auch tatsächlich von den Fahreigenschaften, wie hochmodern und wie cool sich das Auto fährt. Und das überzeugt eben auch viele von unseren potenziellen Investoren. Und leider haben wir eben ganz viele von diesen Terminen, wo wir Investoren aus verschiedenen Regionen der Welt eingeladen haben, entweder nach München oder nach China, um das Auto zu fahren, konnten da nicht umgesetzt werden durch diese Corona-Krise. Und da hat sich jetzt vieles verschoben. Und wir hoffen, dass wir da einiges noch nachholen können. Was das Timing angeht zum M-Byte, natürlich hängt das jetzt alles von der Restrukturierung ab. Ja, das kann ich jetzt noch nicht vorhersagen, je nachdem, welche Maßnahme wir treffen. Fakt ist aber, wenn jetzt ein Investor um die Ecke kommt und sagt, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen, dann legen wir sofort wieder los und dann geht das auch mit Vollgas weiter und dann können wir wieder viel aufholen von dem Timing.
Ich kann es jetzt aber noch nicht genau sagen. Ein wichtiger Punkt ist aber noch, dass wir gerade in Europa extrem viel Interesse auch von Handelspartnern haben. Also wir haben im März hier unsere Europastrategie vorgestellt, wie wir die Fahrzeuge hier einführen wollen und auch unsere Partner teilweise vorgestellt für verschiedene Regionen in Europa. Und diese Partner, die sind auch nach wie vor hoch motiviert, die sind auch bereit, sehr viel Geld zu investieren in die Handelsstrukturen, also in die Beiden Places, in Ersatzteillogistik, alles, was man braucht, um einen guten Service zu bieten. Das ist alles auch noch da. Und ja, sobald wir eine Lösung gefunden haben für das finanzielle Thema, können wir das auch alles wieder restarten. Und da sammeln wir jetzt alle Kräfte dafür. Und ich hoffe, dass es weitergehen kann. Das Produkt hätte es verdient, das Team und die Idee auch. Und wir würden natürlich auch gerne unseren vielen, vielen Interessenten und Fans und Followern gern was zurückgeben, dafür, dass sie so lange so treu uns verfolgen und so viel positives Feedback geben. Das klingt doch gut, das klingt total motiviert, trotz einer schwierigen Situation. Vielen Dank, Oliver, für diese ausführlichen, offenen Worte. Das ist also sehr, sehr wertvoll. Ja? Und außerdem drücken natürlich also das ganze Robin-TV-Team und auch, denke ich mal, sehr viele Zuschauer euch die Daumen, weil wir brauchen hier Wettbewerb im Markt, wir warten auf neue, frische Ideen, das bringt ihr definitiv rein. Und wenn es wieder Neuigkeiten gibt, dann weißt du ja, wo du sie kommunizieren kannst und die sind dann hoffentlich sehr positiv. Nach dem Gespräch hat mir Oliver Strohbach auch nochmal gesagt, dass ihr auf jeden Fall gerne unterhalb des Videos in die Kommentare eure Fragen, eure Anmerkungen reinschreiben könnt. Er liest das durch und eventuell machen wir sogar noch ein Folgevideo, wo wir auf weitere Dinge eingehen. Also nutzt doch diese Chance, weil sowas mitzuverfolgen jetzt ist doch auch spannend und wie ich das immer erlebe, soweit es eben geht, ist das Unternehmen da sehr transparent und sehr offen. Also ich habe da eine gute Möglichkeit, da Dinge für euch zu klären. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Amtsgericht Aachen hat das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung des Elektroautoherstellers Egomobile eröffnet. Ja, auch da wieder echt eine schwierige Nachricht. Um die Insolvenzmasse eben zu schonen, wird die Produktion des kleinen Elektroautos Ego Live, so heißt er, für Juli dann eben schon gestoppt. Auch alle Entwicklungstätigkeiten müssen ruhen, die Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit. Die bereits produzierten Ego Live werden aber weiterhin verkauft. Also ihr kommt noch an einen ran, die eben noch produziert worden sind. Außerdem finden weiter auch Probefahrten statt. Und auch der Kundenservice ist von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht betroffen. Also wenn ihr noch einen kauft, wenn ihr gerade einen bekommen habt, bekommt ihr weiter vollen Kundenservice. Das Unternehmen soll den Angaben zufolge weiterhin eine positive Zukunftsprognose haben. Also sie glauben noch voll und ganz dran, ähnlich wie bei beiden. Es sind einfach Überzeugungstäter in solchen Unternehmen. Das macht es doch eigentlich auch so interessant. Deswegen wünsche ich es ihnen ehrlich gesagt auch so sehr. Und es werden auch weiterhin Investoren gesucht. Günther Schuh ist der CEO des Unternehmens. Er sagt, das Interesse am Ego Live ist nach wie vor sehr groß. Wir arbeiten weiter mit vollem Einsatz daran, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten. Ja, durch die Corona-Schutzmaßnahmen wurde die Produktion bei Ego, so wie ja eben bei eigentlich allen anderen auch, zeitweilig angehalten, was eben die Situation für das Unternehmen natürlich ordentlich verschärft hat. Und der Berliner Zeitung hat Günther Schuh auch nochmal gesagt, das Unternehmen sei fast auf der Zielgeraden gewesen, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte es wohl geklappt. Dann hätte das Unternehmen nämlich erstmals mehr als 250 Fahrzeuge ausgeliefert. Bis zum Break-Even wären es dann nur noch wenige Monate gewesen. Also da ist leider die Krise volle Kanne in eine ganz, ganz wichtige, schwierige Phase reingekommen. Das ist immer so bei so ambitionierten großen Unternehmen. Dann kommt natürlich dann so ein schwieriges Event. Was soll man da machen? Schreibt doch mal eure Meinung dazu unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich habe auch ein Video gemacht und auch ein Interview mit Günther Schuh über den Ego Live. Könnt ihr ja mal rechts oben nochmal nachschauen oder auf dem Kanal. Das ist eigentlich echt ein cooles Fahrzeug. Also auch diesem Unternehmen würde ich es sehr wünschen, dass sie es schaffen. Tesla hat derweil die Preise erhöht. Also während es bei anderen schwierig läuft, läuft es bei Tesla echt prächtig. Und zwar gibt es ja die Option volles Potenzial für Autonomie. Fahren, die man noch dazu buchen kann. Die kostet jetzt ab Juli 2020 zumindest in den USA $1.000 mehr, also jetzt 8.000 statt 7.000. In Deutschland wird es wahrscheinlich ähnlich sein, ich denke mal auch 1.000 Euro mehr. Die Option ist eine Wette auf die Zukunft, denn die Funktionen sind eigentlich noch gar nicht nutzbar, das ist der Gag. Die Option volles Potenzial für autonomes Fahren soll eines Tages ja den Auto eben vollständig selbstständiges Fahren ermöglichen. Aktuell verfügen die Teslas schon mit einer Funktion mit dem Namen Autopilot, das ist sozusagen die
einfache Variante. Die haben überhaupt gar keine autonomen Fahrfähigkeiten, sondern sehr ausgeprägte Assistenzsysteme, also Spur halten, Abstand, also Geschwindigkeit halten, solche Geschichten. Außerdem erkennt das System andere Verkehrsteilnehmer für die Funktion eben des Notbremsassistenten und dann kann das Fahrzeug auch selbstständig stoppen. Das ist schon mal das, was eh schon drin ist, seit April 2019 schon im Serienumfang, muss nicht extra bezahlt werden. Aber es gibt ja eben dieses zusätzliche Paket, das jetzt 8.000 Euro kostet und da beherrscht zumindest in den USA, in Deutschland kann man das noch gar nicht richtig nutzen, das Auto deutlich weitere Funktionen, zum Beispiel automatische Fahrt auf Autobahn von der Ein- bis zur Ausfahrt, einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen, bietet eine Einparkautomatik für paralleles und rechtwinkliges Einparken und der Nutzer kann zudem sein Auto auf dem Parkplatz eben herbeirufen, der fährt dann selbstständig zu ihm. Aber wie gesagt, das sind alles Funktionen, die gibt es in Deutschland nicht oder nur in ganz, ganz minimalem Umfang. Außerdem ist die Erkennung von Ampeln und Stoppschildern in Verbindung mit einer Halte- und Anfahrautomatik dazugekommen. Die funktioniert aber auch noch nicht, aber kann jede Woche, jeden Monat mit neuen Updates dann wieder perfekt funktionieren. Ihr müsst euch selber überlegen, ob ihr die Optionen gleich dazu kauft oder die später nachkauft. Ich denke mir, gerade die Situation in Deutschland ist nicht ganz so einfach, was das Thema angeht. Tesla hat auch seine Produktionszahlen für das zweite Quartal 2020 bekannt gegeben. Und zwar haben sie 90.650 Fahrzeuge ausgeliefert. Und Analysten haben ja gesagt, naja, durch Corona und so weiter werden es wahrscheinlich nur 60.000 bis 70.000. Jetzt sind es doch über 90 geworden, also deutlich höher als von jedem Analysten erwartet und auch deutlich besser als der allgemeine prozentuale Rückgang in der Automobilindustrie. Also da trotzt Tesla dem Gesamttrend. Audi hat zum Beispiel einen Rückgang der Auslieferungen mehr als 30% gemeldet, um das mal hier in eine Relation zu bringen. Jetzt nochmal News zu Sono Motors. Die haben nämlich die CAD-Dateien, also die digitale Datei des Fahrzeugs, für das Auto Sion an Roding Automobile übergeben. Und wieso? Weil die eben dann einen Prototypen, besser gesagt zwei Prototypen bauen sollen, die dann im September eigentlich fertig werden sollten. Durch Corona wird es jetzt November, hört sich aber nach einer gar nicht so großen Verschiebung an. Vor der Konstruktion des Rohbaus wolle Roding eben das Modell, dieses CAD-Computermodell nochmal ein bisschen anpassen, optimieren und auch die ersten beiden Prototypen, vielleicht ist auch der eine oder andere schon mit einem der ersten beiden gefahren, die schon seit 2017 in der Welt sind, auch die wurden von diesem Unternehmen Roding Automobile gebaut, also die waren ja auch schon top. Ich glaube, das wird wieder gut. Nach den Vorbereitungen folgen die Produktion des ersten Rohbaus, dann die Montage aller Teile und die Inbetriebnahme. Danach werden die Fahrzeuge getestet und eigentlich sollten ja 4 Prototypen für 15 Millionen Euro entstehen. Jetzt werden noch zwei gebaut. Das Entwicklungsteam hat auch einige Details mitgeteilt. Also der Motor kommt von Continental, das haben viele von euch schon mitbekommen. Im Prototyp wird das Kühlsystem und auch das komplette Serienfahrwerk schon verbaut sein. Es hat den Vorteil eben, dass Radstand und Fahrwerkgeometrie bereits so sind wie später in der Serie, also kommt das schon sehr, sehr nahe an die Serie ran. Auch außen ändert sich ein bisschen was und zwar die Integration der Solarzellen soll angeblich wohl noch ein bisschen anders aussehen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das dann aussieht. Bei Armaturenbrett sowie beim Cockpit gibt es auch noch Unterschiede. Ja, das Geld, wer es nicht mitbekommen hat, für diese Prototypfertigung und überhaupt für die Fortführung von Sono Motors stammt aus einer Crowdfunding-Kampagne aus den Monaten Dezember 2019 und Januar 2020. Bei der Kampagne wurden rund 53,3 Millionen Euro eingesammelt. Das dank der Community und diesem großen Glauben an Elektromobilität. Und schon wieder haben wir eigentlich jetzt schon das dritte Unternehmen hier heute in den News, das tatsächlich auch Schwierigkeiten hat und kämpfen muss. Also ihr seht, es ist nichts Spezifisches eines Unternehmens, sondern es ist eben der neue Markt, dieser Markt, der so intensiv viel Geld braucht, eben so ein Elektroauto-Startup und dann eben auch noch zusätzlich diese ganzen Krisensituationen. Es gibt aber ein Unternehmen, und zwar der chinesische Autohersteller XPeng, der hat mit dem P7 wohl ganz gut Glück, da scheint es voranzugehen. Das ist eine Mittelklasse-Limousine, soll eine Konkurrenz zum Tesla Model 3 sein und das Fahrzeug hat einen größeren Akku, soll damit also auch weiterfahren. Und jetzt hat wohl die Auslieferung eben tatsächlich begonnen. Da gibt es eine eigene Fabrik in Chongqing in der Provinz Guangdong, die tatsächlich 100.000 solcher Fahrzeuge pro Jahr herstellen soll, ist hinterradgetrieben, zumindest die Basisversion und eine Reichweite von 700 Kilometer nach NEFZ, also sagen wir mal vielleicht auch so um die 500
500 bis 600 rum dann realistisch haben. Es ist noch eine Version mit Allrad geplant und die Akkugröße ist ordentlich bei 81 Kilowattstunden. Das Fahrwerk wurde wohl mit einem deutschen Hersteller gemeinsam entwickelt und verfügt über ganz viel deutsches technisches Know-how. Im P7 sind auch mehrere Assistenzsysteme dabei. Auch Bosch ist wohl mit rein verbaut. Also sehr viel deutsche Technik. Von 30% auf 80% soll das Auto innerhalb von 28 Minuten aufgeladen werden können. Also das hört sich doch alles ganz gut an. Und jetzt aber der springende Punkt. Das Model 3, das ist ja die Konkurrenz dieser P7 von XPeng, kostet in China umgerechnet 45.000 Euro. Und dieser P7 soll in China nach Abzug von Subventionen umgerechnet rund 33.000 Euro kosten. Also nochmal 12.000 Euro günstiger im eigenen Land als das Model 3, das ja gerade gut läuft. Da bin ich mal sehr gespannt, was man da noch von hört und wie diese Auslieferungen vorangehen. Ihr seht, ihr verpasst hier nichts in den Elektroauto-News aus dieser Woche und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Ausgabe wieder mit dabei seid. Vielleicht auch donnerstags um 21 Uhr live, da freue ich mich drauf. Ansonsten den Kanal unbedingt abonnieren und nicht vergessen, schaut euch nochmal robinplus.de an. Der großartigste, beste Shirt und Hoodies und Sweatershop für Elektromobilität auf der ganzen Welt. Das sage ich jetzt einfach mal so, selbstbewusst. Bis bald. Tschüss.